Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zum Blick in die Märkte. Und zwar nach dem TV-Duell zwischen Trump und Biden. Das erste Duell in den USA wurde ja mit Spannung erwartet. Und ich glaube, diejenigen in den USA, die sich mit Popcorn und einer großen Cola hingesetzt haben, um den ganzen Spaß anzugucken, die werden ihre wahre Freude gehabt haben. Ich habe vorhin mal ein bisschen reingeschaut. Heieiei, da ging es ganz schön zur Sache. Geschenkt haben sie sich nichts, teilweise Gürtellinien gefallen, also es war heftig. Die einen sagen, Biden ist der Gewinner, die Märkte sagen etwas anderes, wenn man so die Analysten sich anschaut, die sagen, naja, Biden will die Steuern erhöhen. Das dürfte dem einen oder anderen nicht gefallen. Dem Aktienmarkt gefällt es momentan auch nicht. Deswegen schauen wir heute direkt rein in das, was im S&P 500 passiert. Auf den Ölpreis schauen wir auch und wir blicken mal aufs Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen und selbstverständlich natürlich auch Fragen. Das Ganze bitte direkt benutzen zum Chatten in den entsprechenden Feldern im Facebook und auch auf Zoom. Kurze Frage in die Zoom-Runde. Kann man Bild und Ton gut verstehen? Das würde mich fragen. Da brauche ich immer noch so ein bisschen die Rückmeldung an dieser Stelle, damit das Ganze hier auch gut mit ankommt. Wir machen weiter hier mit dem Blick in die Risikoleiste. Das heißt, bitte wie jeden Tag in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das passt soweit. Ja, und da kommt auch schon die erste Wunschmarktfrage rein. Wie schätze ich den Nasdaq 100 ein? Das machen wir. Danke auch für die ganz vielen lieben guten Morgengrüße. Das passt. Es ist klasse. Eure US-Dollar bitte wird gewünscht. Machen wir auch. Das wird eine feine Geschichte. Der ist ja ganz schön hochgekommen. Mal schauen, ob wir hier aus der tiefen Korrektur ein Umkehrsignal bekommen oder ob wir jetzt tatsächlich schon wieder ab nach oben laufen. Das wird sich ein bisschen zeigen. Müssen wir sehen, was da passiert. Die Korrelationen zu den Rohstoffen gefallen mir da noch nicht ganz so gut, aber das ist ein anderes Thema. Wir schauen, was die Märkte machen. Das ist wichtig. Zum Thema Märkte müssen wir natürlich auch mal so ein bisschen noch auf die Tagesnachrichten schauen. Und da haben wir schon Nachrichten bekommen, und zwar aus China. Einen weiter wachsenden Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sehen wir hier. Das ist schon mal positiv zu sehen. Aus Großbritannien Zahlen zum BIP. Die sind sowas von grottenschlecht. Das ist echt unglaublich. Wartet mal, ich muss euch das mal ganz kurz zeigen. Da muss ich mal auf dem anderen Monitor kurz schauen. So, da ist es dort. So, da haben wir das BIP an dieser Stelle. So, also. Hier. Schaut euch mal. Ich ziehe es mal ganz kurz rein. Hier an dieser Stelle. Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Mit dem Zoomen hier an dieser Stelle. Ja, Disneyland wollen wir jetzt nicht. So, Leute, guckt euch mal an. Das an dieser Stelle ist das BIP. Die BIP-Entwicklung und dieser Balken hier nach unten, der spricht Bände. Sieht gar nicht gut aus. Thema BIP ist ziemlich heftig, schlecht gerade in Großbritannien. Wir haben weiterhin die Diskussionen um einen Handelsdeal zwischen Großbritannien und der EU. Das Ganze belastet natürlich. Jetzt ist auch noch das Thema mit diesem Binnenmarktgesetz durch die nächste Hürde gegangen. Also da ist noch einiges da, was man sozusagen an Diskussionsbedarf auch hat. Das Thema ist noch lange nicht vom Tisch und es ist ohne weiteres möglich, dass das Thema harter Brexit am Ende des Jahres definitiv auf der Uhr steht. So what? Es wird weitergehen. Das sind aber die Dinge, die wir definitiv mit auf der Uhr haben müssen. Also der Blick dort rein. Ansonsten heute im laufenden Tages, kurz vor 10 bekommen wir hier aus Deutschland die Arbeitslosenzahlen. 11 Uhr gibt es den Verbraucherpreisindex für die EU und am Nachmittag dann aus den USA um 14:45 ADP Beschäftigungsänderung. Das ist so ein kleiner Vorausblick für das, was uns am Freitag bei den Non-Farm Payrolls erwartet. Wir kriegen das BIP um 14:30 und um 16 Uhr gibt es wieder mal das Thema
Hausverkäufe. Und zwar hier die schwebenden Hausverkäufe für den Monat August. Und ich habe es ja schon gesagt, diese Zahlen sind auch wichtig für die FED. Da schauen aber auch andere Marktteilnehmer hin, dass der Immobilienmarkt auch sehr solide bleibt. Niedrige Zinsen stützen das Ganze natürlich. Also das Ganze haben wir hier für heute auf der Uhr bis 16 Uhr. Und um 16.30 Uhr gibt es dann noch den Blick in die Rohöl-Lagerbestände. Und da haben wir ja gestern schon beim Ölpreis einen ordentlichen Rutsch nach unten gesehen. Ich schaue mal ganz kurz rein, wie die Zahlen von gestern gewesen sind. Lasst mich mal kurz schauen. Da haben wir ja schon den API bekommen. Kurzen Augenblick. Da muss ich nur noch mal eine andere Grafikseite bemühen. So, gestern haben wir bekommen, naja, eigentlich ein Witz, ein Rückgang von 0,83 Millionen. Das ist nicht wirklich was. Also das ist ein Thema, das wird uns weiterhin beschäftigen. Aber auch das Thema der Rohstoffpreise nach den Wahlen, nach weiteren Wirtschaftspaketen, wenn der Dollar tatsächlich schwächer wird, da sollten die Rohstoffe auch sich ein bisschen bewegen. Das Thema beleuchten wir allerdings auch etwas später. Möglicherweise ist das auch ein schöner Punkt, den wir hier in die Podiumsdiskussion mit reinbringen, den wir Ende Oktober hier mit Tickmill machen. Da haben wir 5 Analysten, das Ganze international gestreut. Da freue ich mich sehr drauf. Da können wir ein bisschen diskutieren, was wir zu und um die Wahlen in den USA erwarten können. So, mit dem vorausgeschickt gehen wir jetzt in die Charts hinein. Und ich hatte es gesagt, wir starten erstmal auf den S&P 500. Den habe ich gestern im Laufe des Tages hier mit Spannung beobachtet. Wartet mal, ich mache euch den Monitor gleich mal noch groß. Den habe ich mit Spannung beobachtet. Und zwar die Situation, dass wir, Moment, hier an dieser Stelle, da oben, schaut es euch an, das war ein richtig ordentliches Umkehrsignal, wobei das nicht ganz klar war, was jetzt hier auch wird. Wir sehen in diesem Chart, den ich hier angezeigt habe, den S&P 500 im Tageschart an seinem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir sehen es, was hier passiert ist. Wir haben hier drüben, hat er gehalten, als wir drüber gegangen sind, hier drüben war das ein schönes Kaufsignal, was wir gehabt haben. Aber auch hier drüben hatten wir schon die Situation kurz dran gelaufen, dann gab es erstmal den Abwärtsrutsch nach unten und dann hier an dieser Stelle mit nach oben. Also das ist, muss ich sagen, ein Punkt, wo wir sehen, Abprall nach unten und dann das Ganze nach oben. Das ist ein bisschen schwierig hier an dieser Seite zu sehen, wie wir jetzt die Situation haben, weil hier drüben waren wir in einem Aufwärtstrend, jetzt sind wir hier in einem Abwärtstrend und das Thema Abwärtstrend beschäftigt uns weiterhin, weil jetzt sind wir von unten rangelaufen und prallen direkt erst einmal wieder ab. Und was dann interessant wird hier an diesen Stellen, muss man schauen, das ist der Weg nach unten. Das ist ein Umkehrsignal innerhalb des bestehenden Abwärtstrends. Und das bringt uns natürlich erstmal wieder auf den Punkt, dass wir jetzt durchaus die Chance haben, erst einmal auf der Short-Seite hier Richtung altem Ausbruchsniveau bzw. aktuellem Supportniveau, um die Marke von 3230 Punkte zu laufen. Also hier an dieser Stelle muss man sehen, was hier wird. Das ist die Umkehr. Und das schauen wir uns jetzt mal noch im kleineren Bild an, weil da wir nicht nach oben gelaufen sind, ist jetzt die Tür hier Richtung Zwischenhoch bei 3430 bzw. Richtung Allzeithoch, die ist natürlich noch zu. Ja, die geht dann auf, wenn wir, Moment, ich will euch auch das mal kurz zeigen, wenn wir ein Szenario bekommen, was skizziert jetzt mal so in etwa ausschaut, wie ich das hier einzeichne. Das heißt, dass wir hier den ersten Versuch bekommen haben, den SMA 50 zu überschreiten, dann hier die Korrektur sehen und optimalerweise endet die ohne neue Tiefs zu machen, um dann nach oben zu laufen. Das wäre jetzt mal eine Vorstellung, ein Idealszenario sozusagen, dass wir nach oben gehen. Das heißt, dass wir hier aus Sicht von heute den SMA 50 dann auch mit einem Aufwärtstrend überschreiten. Das wäre zumindest mal ein sehr, sehr positives Signal. Aber da sind wir hier an dieser Stelle noch nicht. Das heißt, schauen wir uns mal an, was hier im kleineren Bild passiert. Das heißt, der Blick in den S&P 500 im Stundenchart. Das Ganze sehen wir hier mal verortet im, ja, nach
Nachgang zum Abwärtstrend. Ne? Also, warum Nachgang zum Abwärtstrend? Ich hatte das Ganze hier schon mal etwas näher beleuchtet. Nachdem der Markt hier über diese Marke von 3.330 Punkten angestiegen ist, wurde der Abwärtstrend rausgenommen. Im Kleinen haben wir hier sehr, sehr schön den Aufwärtstrend auch gesehen. Der kam mit sehr, sehr viel Dynamik. Ne? Hat sich hier unten gebildet um die Marke von 3.278 Punkten. Und dann ist er schön dynamisch hochgelaufen. Und wo ist er abgeprallt? Genau hier oben an diesem Drehlevel um die Marke von 3.373 bis 75. Genau das war wieder mal eine Punktlandung, so wie wir es hier gesehen haben und hier gesehen haben. Die Punkte dort oben, die kamen ein bisschen aus diesem Drehbereich hier drüben von der hinteren Seite. Da hatten die schon eine Relevanz. Ja, und jetzt sehen wir, was los ist. Die Märkte gehen hier ordentlich in die Knie, aber wir haben hier eine Chance, weiter auch nach oben zu laufen. Wir müssen einfach sehen, was passiert. Wir sind jetzt hier in der Stunde natürlich sehr, sehr deutlich unter dieses Support-Level hier bei 3.330 Punkten gefallen. Der Markt ist hier ziemlich stark unter Feuer. Der nächste Anlaufpunkt, die nächste Kaufzone, die wartet erst bei 3.278 Punkten. Also hier unten in diesem Bereich, das ist hier der Bereich, wo wir hier so stark dynamisch hochgelaufen sind. Da müssen wir schauen, wie es kommt. Also diese beiden Marken sind relevant. Das heißt, aus jetziger Sicht, wenn wir hier nach einem Durchatmen nach unten laufen, das ist auch einfach die Korrektur zu diesem starken Schub nach oben, ne? Dann sehen wir es ganz einfach positiv. Dann haben wir hier sozusagen die 3.300-Punkte-Marke, wo wir dann wieder drüber laufen. Und dann kommen die Long-Szenarien wieder ins Spiel. Passiert das nicht, gehen wir jetzt hier hoch und prallen wieder ab. Also in dem Moment ein Szenario zu machen, wie wir es hier haben, im laufenden Abwärtstrend. Also auf Tages haben wir jetzt wieder sozusagen einen Abwärtstrend. Wenn wir hier irgendwo hinlaufen und abprallen und dann nach unten laufen, das wäre dann quasi auch die Fortsetzung. Das wäre ganz klar die Umkehr in dieses Bild nach unten rein auf die Short-Seite hier. Das ist sozusagen mal der Blick in den S&P 500. So. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ich sehe gerade über Facebook, dass der Ton leicht übersteuert ist. Wartet mal, ich ziehe das mal ganz kurz nach unten. So, ich hoffe, der Ton passt jetzt auf Facebook etwas besser. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt so laut geworden ist. Und ich sehe auch, dass das Bild in Zoom heute etwas schlecht ist. Ich gebe das mal weiter, Leute. Ich kann mit Zoom wirklich nicht wirklich viel anfangen, hier das Bild scharf oder schwach zu machen. Das wird einfach übertragen, wie es übertragen wird. Ich gebe das mal in unseren technischen Support weiter hier bei Tickmill, dass die mal schauen können, was dort ist, ob da irgendwas in der Übertragungsquote umgestellt werden kann. Das muss ich mal schauen. Das muss man wirklich sehen an dieser Stelle, wie das Ganze ist. So. Gut, also hätten wir da und ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle weiter. Also ich hoffe, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer über Zoom, es geht mit dem Bild. Wir müssen mal schauen, was das Ganze hier entsprechend wird. Ich bekomme hier gerade die Informationen mit dem Ton auf Facebook, Thema übersteuert, lauter geworden, leiser geworden. Ich sehe hier, da kümmere ich mich im Nachgang drum. Ich hoffe, man kann das Ganze hören. Ich würde sagen, an dieser Stelle möchte ich hier ganz einfach mal weitermachen mit den nächsten Währungen, beziehungsweise erstmal mit dem Blick in das WTI. Danach machen wir den US-Dollar, japanischen Yen. Dann schauen wir auf den Nasdaq und dann ja, müssen wir mal gucken, wie das Ganze hier so rübergeht. Ich sehe gerade, in Zoom ist das Bild immer schlecht, keine Ahnung. Also, wir nehmen uns jetzt den anderen Sachen an, die für uns im Trading wichtig sind. Und zwar hier der Blick ins WTI-Kürzel hier bei Tickmill XTI. Und hier möchte ich euch einfach mal zeigen, worauf ich gerade jetzt schaue. Und zwar schaue ich genau auf die Korrektur, die wir haben. Gestern hatten wir hier den Ausbruch aus dem Dreieck. Ich hatte auf das Dreieck schon mal hingewiesen. Hier oben haben wir das nächste Dreieck sozusagen. Und da kam gestern der Ausbruch. Schaut mal hier. Das ist das korrektive Dreieck hier. Nach dem Schub nach oben. Fallende Hochs, steigende Tiefs. Ja? So ein Dreieck. Da kam gestern der Schub nach unten. Und im WTI wird jetzt wirklich sehr, 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 sehr interessant, was der Markt da unten macht. Nämlich, wir sehen es ja, nachdem wir den Aufwärtstrend verlassen hatten, wartet mal, ich räume euch den Chart mal hier so noch ein bisschen auf. Wir brauchen nämlich viele dieser Marken jetzt hier nicht. So, also, schaut mal, was haben wir?
Aufwärtstrend ist gebrochen. Das haben wir besprochen. Ja, wir haben den Markt nach oben getradet, wir haben den Rutsch nach unten getradet, alles schöne Sachen. Wir haben beleuchtet, wo Widerstandslevels sind für die Aufwärtszone. Und just sind wir oben reingelaufen. Und das oben reinlaufen hat jetzt dazu geführt, dass der Markt wieder runterläuft. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz anschauen, haben wir jetzt hier untergeordnet auch schon wieder einen Abwärtstrend. Hier sehen wir es. Hier geht es runter. Ab 1, dann die Korrektur, leicht grün gekennzeichnet und dann der Schub nach unten. An dieser Stelle. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Markt, der wieder leicht nach unten trendet. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, hier kommt es wieder dazu, dass bestimmte Dinge ineinander fließen, die Stück für Stück aufeinander aufbauen. Und das ist genau dieses Bild. Schaut mal, was wir jetzt hier haben, ist nämlich diese Tatsache, nach dem Bruch des Aufwärtstrends gab es einen starken Schub nach unten, dann die Korrektur und jetzt fängt der Markt schon wieder an, nach unten zu trenden. Und das gibt uns jetzt die Chance, zunächst erstmal logischerweise unten reinzulaufen. Das heißt, hier diesen Weg hier hinzugehen. Und wenn das dann dazu führt, dass wir unter das Tief bei 36 laufen, ja, dann ist der nächste Anlaufpunkt nicht weit. Im Kleinen erstmal hier drüben. Ja, das ist der kleine erste Anlaufpunkt bei 34,35. Das war aus dem Aufwärtstrend hier ein Korrekturtief. Ja, und danach den großen Schwungbereich. Hier, schaut euch mal an. Das ist das, was hier drüben passiert ist. Hier und da, das sind wichtige Marker. Dann haben wir die 29 auf der Uhr. Nicht heute, nicht morgen wahrscheinlich. Wir müssen auch mal sehen, was der Ölmarktbericht macht. Aber wenn wir nur auf die Charts schauen, dann sehen wir momentan den Markt, der nach unten läuft. Und jetzt wird es hier im WTI sehr, sehr interessant, was in diesem Bereich hier läuft. Weil wenn wir uns mal das Level angucken, wo wir gerade stehen, ich zeige euch das mal ganz kurz hier im Stundenchart, dann sehen wir, wir stehen gerade an einem sehr, sehr wichtigen Level. Und zwar ist das das Ausbruchslevel hier oben drüber, über diesen alten Widerstandsbereich. Hier sind wir aus dem Dreieck nach oben ausgebrochen. Und hier an dieser Stelle hatten wir dieses Level, als wir hier, schaut mal, wir sind an dieser Stelle über dieses Verkaufslevel ausgebrochen. Das hat den Markt dann sozusagen in die deutliche Korrekturphase geschickt. Also hier schön diesen Aufwärtstrend, den wir nach oben haben gesehen. Hier das. Und der ist jetzt, wie schon gesagt, schon rausgenommen. Hier durch diesen Schub nach unten. Ja, und jetzt haben wir wieder sozusagen hier auch in der Stunde das, was wir gerade auf Tagesbasis gesehen haben, den abwärts trendenden Markt. Trend in Trend, beides läuft nach unten sozusagen. Also auf Tagesbasis haben wir ja jetzt noch keinen größeren Trend, aber da haben wir ja gesehen, dass es auch jetzt schon nach unten trendet. Also das, was ich hier zuletzt angezeigt habe, ist der Trend nach unten und da läuft die Stunde auch mit rein. Und das bringt uns jetzt halt zu dem Schluss, wo kann es hingehen? Und da sehen wir die wichtigen Marken gleich auch mal da. Das heißt, das Zwischentief hier unten bei 38,24, das ist das Level. Wenn wir da drunter fallen, ist das sozusagen der Beleg dafür, dass wir tatsächlich abverkaufen, dass dieser Support wieder zu einem Widerstandslevel wird. Hier will dann keiner mehr kaufen. Und dann können wir uns relativ schnell nach unten orientieren. Das heißt, Anlaufpunkte auf der Unterseite wären mal hier dieses Zwischentief, möglicherweise auch, wenn man es kurzfristig nimmt, dieses Ausbruchslevel hier sozusagen aus dem Dreieck hier unten und dann die Marke von 36 wieder im Blick. Und die 36er Marke ist das, worauf ich gerade im Tageschart auch hingewiesen habe. Das ist ganz klar hier unten das Level um die Trendfortsetzung. Und wenn dieses Level fällt, dann ist der Weg nach unten mittelfristig erstmal frei. Also das bleibt zur Unterseite sehr, sehr spannend. Aber die Börse wäre nicht die Börse, wenn es nicht noch eine andere Richtung gäbe. Nämlich dann, wenn der Markt heute möglicherweise positive Meldung vom Ölmarkt bekommt, dann müssen wir einfach schauen, was passiert aus jetziger Sicht hier am Hoch. Ne? Der Punkt, wo wir jetzt hier in die Korrektur reingelaufen sind und umgedreht haben, ist ja auch kein unbekanntes Level hier. Das habe ich schon mal in Rot markiert. Das heißt, die Punkte mal, also der Bereich um die 39 Dollar, das ist hier tatsächlich mal nichts, was unbekannt ist. Gehen wir da drüber. Ja, was haben wir da? Dann haben wir einen leicht laufenden Aufwärtstrend hier an dieser Seite. Und das wäre dann die Short-Chance, nach oben zu laufen. Und da haben wir erst einmal auf der Uhr hier den Ausbruchsbereich aus dem Dreieck. Also hier in diesem Szenario-Bereich. Da sehen wir auch, dass dieser vom Markt eine Linie ist, die durchaus Beachtung findet hier in diesem Bereich. Ne? Da war es erst Unterstützung. Jetzt ist es natürlich ein Widerstandslevel. Tja, und wenn
wenn wir dort dann drüber gelaufen sind und wir tatsächlich eine tiefere oder eine weitere Gegenbewegung sehen, dann haben wir hier die Anlauflevel um die 40, 35, beziehungsweise dann hier oben das Level, ja, hier drüben um die Marke. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was wir haben. Also hier oben die Marke von 40, 62 in etwa, hier das kleine Anlauf, der kleine Anlaufbereich um die 40, 30. Das sind die Marker, die wir dann durchaus erstmal kurzfristig auf der Uhr haben. Und das wäre dann sozusagen nochmal der Test des Ausbruchslevels von oben aus dem Dreieck raus sozusagen, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen hier. Das wären dann die Hochläufe, die wir haben. Und dann geht es halt ins Dreieck nochmal rein. Aber solange wir nicht hier oben über die 40, 62 laufen, ist das alles nur Korrektur. Also da haben wir deutlich Bewegung, die auch vor uns liegen kann und die wir gut zum Traden nutzen können. Entscheidung wird in Kürze getroffen, wenn der Markt uns zeigt, was er in der Stunde macht. So, dann schauen wir hier, bevor ich auf die Wunschmärkte eingehe, noch auf das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Und da sehen wir oben, der ist über ein wichtiges Level drüber gelaufen, über ein wichtiges Widerstandslevel. Das können wir sehr, sehr schön hier im Tageschart auch mit sehen, dieses Level hier drüben. Im kurzfristigen Bereich natürlich zu sehen hier, das ist die Korrekturausdehnung, nachdem wir hier über diese Marke drüber gelaufen sind. Das heißt hier um dieses Schwunglevel rum, das hatten wir ja hier unten um die 105.2. Jetzt sind wir reingelaufen, wir sehen, der untergeordnete Aufwärtstrend in der Stunde ist weiterhin aufwärts gerichtet, aber bitte dürft ihr eins nicht vergessen, das ist weiterhin nur die Korrektur im abwärts schwingenden Markt. Wir haben hier übergeordnet den Abwärtstrend am Laufen, wir haben den sozusagen hier im untergeordneten Bereich ebenfalls und das, was wir hier sehen, ist jetzt nur die Korrektur und wir hängen momentan so ein bisschen auch an einem wichtigen Level, was wir sehr gut im Tageschart auch erkennen können. Wir schauen uns das gleich auch an im Stundenchart, aber schaut mal hier, worauf ich hier hinaus will, ist die Tatsache hier. Das ist mal das Trendige, was wir in der Stunde sehen. So, also grobe Level, ja, nicht fein, grob justiert. Hier ist der Trendbildungsbereich um die 105,80. Das ist der Bildungsbereich, das ist ein Widerstand und hier sehen wir es, da will der Markt momentan nicht so richtig drüber. Das ist das eine, was wir hier sehen, was wir so ein bisschen sehen aus dem Thema erste Anzeichen von Schwäche. Das zweite, was wir an dieser Stelle sehen, ist ein Keil, der sich bildet. Und zwar hier oben, schaut mal, wenn wir uns die Oberseite angucken, die ist ganz leicht steigend und die Unterseite ist stärker steigend. Das ist ein typischer Keil. Ja, schönen Gruß an unsere Teilnehmer vom Workshop am Wochenende. So sieht ein Keil aus und wir haben ja gelernt, was da zu favorisieren ist. Der favorisierende Weg führt hier eher durch die Unterseite, weil ansteigende Keile sind eher dafür bekannt, dass sie durch die starker oder die stärker gewinkelte Seite aufgelöst werden. Und das wäre nun mal ganz klar die Unterseite. Und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal noch im Stundenchart an. Da sehen wir nämlich zumindest aus kurzfristiger Sicht, wo wir schöne Anlaufpunkte haben und wir sehen halt auch, dass der Markt momentan zumindest ja die Unterseite immer mal antestet und wir sehen es halt steigende Tiefs, aber kaum ansteigende Hochs. Das sind halt die Situationen, dass die Oberseite flacher verläuft als die Unterseite und solange wie wir immer wieder abprallen, ist das kein Problem. Der Keil wird dann irgendwann immer spitzer, ja so in etwa, der wird immer spitzer am Ende und damit steigen die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch und das Short-Szenario, das sehen wir dann und aus jetziger Sicht, die Anlaufpunkte für das Short-Szenario, die sind natürlich auch relativ klar zu zeigen, das heißt, wo die Marker sind. Wenn wir jetzt ausbrechen, würden wir hier unter die 105,45 fallen. Tja, und dann hätten wir schon das Tief oder die Tiefs unten reinzusehen. Ein paar schöne Anlaufpunkte für den kurzfristigen Trading-Bereich wären dann mal die kleinen Zwischentiefs, also auch die Berührungspunkte an der Linie unten hier um die 105,35 und 105,26,25 in diesem Drehbereich. Und dann haben wir hier unten noch ein kleines Zwischentief, die Marke von 105,20. Das ist das im Kurzfristbereich. Wenn wir dann die ordentliche Dynamik unten reinbekommen, tja, dann können wir weiter runterlaufen und zwar schaut euch das mal an hier, die 104,93 haben wir da, hier das Drehlevel, ne? Das war ein kleines Zwischentief und auch die Marke, wo der Markt komplett rumgedreht ist und diese Korrektur gestartet hat, das war das erste Kauflevel, das ist der Bereich um die 104,83 und dann haben wir hier noch das Zwischentief bei 104,42, also da gibt es eine Menge Punkte, die man sehr, sehr schön fürs Trading nutzen kann und das Schöne hier an dieser Stelle ist, es ist halt für jeden möglich zu traden, egal wie der Zeitrahmen ist, ne?
die weiteren Punkte, wenn es dann ordentlich nach unten geht, machen sich hervorragend für mittelfristige Swing Trades. Die kurzen machen sich sehr, sehr gut für, ja, sag ich mal, die Intraday Trader. Wenn wir uns dann hier mal den 5-Minuten-Chart zum Beispiel anschauen wollen und den zusammenraffen, da sehen wir diese Marker natürlich auch. Und dann sehen wir halt auch, dass die 5 Minuten nach unten trenden. Und wenn sich diese Trends halt einfach fortsetzen, dann sind wir hier in der Situation, dass wir auch relativ flott zeitnah die Punkte anlaufen können, die Stops nachziehen können. Deswegen ist hier so schön Bewegung drin. Deswegen auch der Blick hier heute in das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. So, und damit schaue ich mal noch mit auf die Wunschmärkte. Nasdaq kam zuerst rein, das sehen wir hier an dieser Stelle. Also, gucken wir mal durch. Nasdaq haben wir da, dann das Thema Dow und jetzt muss ich mal kurz gucken, irgendwas war es noch gewesen. Ja, Euro, US-Dollar und das schauen wir uns jetzt direkt auch mal noch mit an. Zuerst natürlich der Blick in den Nasdaq, das war auch der erste Wunschmarkt. Der Nasdaq ist ja auch der große, große Bullenmarkt an dieser Stelle und das Bild, was wir hier momentan sehen, das ist ein bisschen tricky, aber nichtsdestotrotz tradebar auf alle Fälle, weil das Short-Umkehrsignal von gestern haben wir auch bekommen, ja, im Kurzfristbereich. Wir müssen jetzt hier einfach nur schauen, was macht der Markt. Um das mal ein bisschen besser einzuschätzen, gehen wir mal ganz kurz in den Wochenchart rein, ja. Und was wir im Wochenchart sehen, ist einfach, da will ich mal auf das letzte Stückchen eingehen in dem Trend, ne? Also ich ziehe das jetzt einfach mal ganz grob durch. Also nehmt mich bitte hier nicht auf die ganz, ganz feine Justierung aus, sondern wirklich nur mal das ganz, ganz grobe Bild. Und da sehen wir Folgendes. Das ist jetzt mal der trendige Verlauf der Woche. Also wenn wir das hier oben sehen, natürlich ist das ein untergeordneter Aufwärtstrend auf Tagesbasis. Aber auf der Woche sehen wir hier oben eine schöne Korrektur. Da ist der Markt mal um 2 Wochen runtergelaufen von 11.100 auf 10.300. Dann wieder hochgelaufen. Und das bringt uns halt jetzt in die Situation, dass die 11.000-Punkte-Marke ein Supportbereich ist, der immer wieder gesucht wird und wo es zwar mal deutlich auch drunter ging, aber dann auch immer wieder die Käufer reinkommen, ja, das ist der Punkt. So, jetzt sind wir hochgelaufen, das heißt, wir sind um dieses Support-Level gedreht, nach dem Ausflug nach unten, das ist der Spike, die Schnäppchenjäger sind reingekommen und jetzt sind wir hochgelaufen und wir sehen hier in der aktuellen Woche eine komplette Abverkaufskerze. Das muss jetzt noch nichts heißen, ja Leute, wir haben erst Mittwoch, die Woche hat noch ein bisschen Zeit, das kann sich alles noch ändern, kann aber auch dazu führen, dass wir auf Wochenbasis sowas hier bekommen. Einmal Bewegung, die Korrektur und dann den Schub nach unten und dann sehen wir uns relativ schnell auf dem Weg, ja, zu der Marke von, ja, unter 10.700 Punkten bis in das Support-Level bei 10.300 Punkten rein. Ohne, wohlgemerkt, an diesem ganz, ganz großen Bild irgendwas zu ändern. Und das ist jetzt der Punkt, was mich persönlich als Händler nicht wundern würde, wenn wir das Ganze hin und her bis zur US-Wahl sehen und möglicherweise noch darüber hinaus, je nachdem, wie das Ergebnis ist, ob es um die Wahl Gerichtsprozesse gibt, das muss man an dieser Stelle einfach mal sehen, hier in dem Bereich. Das die Woche. So, und jetzt kommen wir auf das zurück, was die kurzfristigen Trader interessiert, nämlich die Marker, die ich hier schon mal eingegliedert habe. Schaut mal hier oben, dieser Bereich um die 11.400-Punkte-Marke. Das ist schon ein Bereich, den man auf der Uhr haben muss, weil das ist eine psychologisch wichtige Marke. Wir sehen es auch hier, wir sind mit einem schönen, starken Schub über das Trendhoch drüber gegangen. Das heißt, wenn wir uns mal hier das Ganze anschauen wollen, schaut mal hier, wartet, ich zeichne euch das mal ein, da ist es ein bisschen besser zu sehen. Hier, also Korrektur, Aufwärtslauf, hier auch mehrfach versucht und dann der Rutsch nach unten. So. Und was wir hier dann jetzt sehen, ist die Tatsache, dass wir zwar schon einen aufwärts trendenden Markt wieder haben. Das heißt hier, erste Bewegung. Wir haben hier kein neues Tief gemacht, dann ging es nochmal nach hoch. Also wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend. Wichtigerweise muss dieser Aufwärtstrend aber hier oben, um komplett das ganze Rad rumzureißen, über die 11.565-Punkte-Marke drüber laufen. Das ist auch mit Blick in das Thema gleitender Durchschnitt. Ich hau hier mal den 50er gleitenden Durchschnitt rein. Wir haben es gesehen, gerade vorhin im S&P 500. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Level. Ja? Und hier sehen wir, sind wir im Nasdaq, sind wir drüber gelaufen. Der ist einfach dynamischer drüber gelaufen. Kommt jetzt aber auch zurück. Also dieses Hickhack ein bisschen um den gleitenden Durchschnitt für die technisch orientierten Trader, das sieht man dann natürlich auch. Ne? Und das ist jetzt da. Und deswegen
müssen wir schauen, was kommt zur Unterseite. Also die Long-Seite bespielen wir wirklich, der Markt erst dann, wenn es wirklich hier nach oben geht. Jetzt sehen wir quasi die Korrektur, wenn ich euch das mal kurz zeigen möchte, von diesem kleinen Aufwärtstrend. Und da hier die Entry-Bar noch mit rein am Rand, sehen wir, nach unten ist schon deutlich Platz, hier in die Korrektur reinzulaufen. Also wenn es ganz blöd läuft, erst einmal hier Richtung 10.675 rüber. Blöd natürlich nur für diejenigen, die sagen, ah, ich möchte doch lieber den Markt am Steigen sehen. Für die kurzfristigen Trader ist das jetzt eine Einladung, die Unterseite anzugehen, weil wir stehen jetzt hier sehr, sehr schön in einem Abwärtstrend in der Stunde. Also das, was ich hier euch zeigen möchte, ist Folgendes. Dieser Bereich nach unten. Erste Bewegung, ja, hat sich auch schön geschlängelt. Erste Korrektur, hier oben ein tieferes Hoch und jetzt zack, unten rein. Und wo drehen wir rum? Genau hier an diesem Widerstandslevel, was ich euch vorhin gezeigt habe, hier um die Marke von 11.185. Dieser Bereich hier an dieser Stelle, ne, der ist jetzt da, da sind wir drüber gelaufen, deswegen ist das ein kleiner Supportbereich hier an dieser Stelle nach diesem leichten Fahren, wirklich ein leichter Supportbereich, aber der könnte schon reichen, um das Ganze hier nach oben zu bringen und das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant für das kurzfristige Trading, weil wir sehen hier, schaut mal hier, dieser Bereich ist definitiv ein Level, das man als Widerstand auf der Uhr sehen muss. Ja, das ist jetzt da. Und dieses Level sehen wir halt an dieser Stelle, dass der Markt das hier drüben gespielt hat. Und das jetzt zum Thema Kurzfristigkeit. Wir schauen für die Kurzfristigkeit gleich nochmal in den 5-Minuten-Chart. Da sehen wir es hier an dieser Stelle, Lauflevel nach oben. Natürlich dieser Widerstand, den wir hier haben. Und dann als nächstes, schaut mal hier, ganz kurz drunter, ist ein Haltelevel, das kleine Zwischenhoch bei etwas unter 11.300 Punkten. So, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben kurz im 5-Minuten-Chart an. Da sehen wir nämlich, wo es hingeht und da sehen wir, dass der 5-Minuten-Chart auch noch abwärts gerichtet ist. Ja, ganz klar, da braucht man kein extremer Spezialist zu sein. Man sieht einfach, wir haben fallende Hochs. Fallende Tiefs, wir sehen jetzt hier schön die Gegenbewegung und das ist halt interessant. Hier haben wir das erste Anlauflevel, dieses Zwischenhoch, knapp unter 11.300 Punkten. Das wäre mal ein wichtiger Bereich und im Kleinstbereich, wirklich, das ist jetzt der Kleinstbereich im 5-Minuten-Chart. Die Marke hier um die 11.245,46, die ist jetzt wichtig, wenn die erstmal aufgekauft wird, haben wir schon die Chancen hier reinzulaufen. Drehen wir hier wieder rum nach unten, dann sollten wir uns kurzfristig erstmal zur Unterseite orientieren. Schafft es der Markt aber tatsächlich hier oben drüber, dann können wir die Long-Seite bespielen und dann die Oberseite wieder im Nasdaq, die ich gerade auch angesprochen habe. Da können wir hinschauen, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das zum, ja, Nasdaq. So, dann kommen wir jetzt noch zum Euro-US-Dollar und dann den Dow. So, also Euro-US-Dollar. Ja, wie schon gesagt, gestern sehr, sehr stark gestiegen. So, jetzt finde ich den hier. Heute sehen wir auch, einen kleinen Rutsch und jetzt schon wieder ein leichter Anstieg. Wichtig, was wir hier sehen, deswegen habe ich die Stunde jetzt mal ganz kurz hier noch mit drauf. Die Stunde ist weiterhin abwärts gerichtet. Also es läuft momentan alles in Richtung noch des abwärts gerichteten Tagescharts. Ja, wir sind jetzt hier in dem letzten großen Verkaufsbereich um die Marke von 1,1750, 1,1760 hier, was hier markiert ist. Da haben wir ein paar schöne Tiefs auch liegen. Also das ist ein wichtiger Bereich. Gehen wir da drüber, dann müssen wir wirklich auf der Uhr haben, nächstes Anlauflevel auf der Oberseite 1,1775 und dann danach im Anschluss nächstes Anlauflevel auf der Oberseite hier dieser Ausbruchsbereich, dieser Drehbereich hier um die 1,1840 und danach hier das Zwischenhoch um die 1,1875. Das ist wirklich die Oberseite und dass der Markt hier doch durchaus bullisch in die Korrektur reingegangen ist und mit Dynamik sehen wir halt auch hier, wir haben es besprochen, an diesem Dreieck unten, was sich unter dieser wichtigen Marke, unter dem Vortageshoch oder Freitagshoch gebildet haben, da sind wir mit Dynamik drüber gelaufen und das hat halt zu diesem starken, steilen Kursanstieg geführt. Die Oberseite ist hier definitiv da, die Shortseite kommt dann erst wieder, wenn wir hier wirklich nach unten drehen, der Markt rumdreht zur Unterseite hin, wir Verkaufssignale
Signale bekommen. Und das sieht dann so aus, dass wir sozusagen irgendwo aus jetziger Sicht, also wenn ich euch das jetzt an dieser Stelle zeige und sage, jetzt, wenn sich jetzt ein Abwärtssignal bilden würde, ja, dann würde ich sowas sehen. Wir sehen es hier nach unten laufen. Der Markt läuft nicht mehr hier oben drüber und zieht dann nach unten drunter. Das wäre mal dieses visuelle Bild, ja. Und dieses Bild, so sieht das dann aus, wenn wir tatsächlich wieder rumdrehen. Und das wäre dann die Umkehr tatsächlich zur Unterseite hin. Das schreibe ich übrigens auch im Blog, wenn ich es erwische, wenn wir dieses Signal auch sehen, das wäre dann ein schönes Umkehrsignal. Jetzt müssen wir allerdings nochmal den Tag auch anmachen und da, Leute, wir sind auf Tagesbasis wirklich im ganz großen Bereich hier. Also das ist jetzt die Wochenbasis, ne? Die Tagesbasis ist momentan abwärts gerichtet, das hatte ich ja auch gesagt. Und der Zusammenfluss hier mit der Woche, der zeigt uns halt, wir dürfen die Long-Seite nicht außer Acht lassen, ja? Aber das Level, in dem wir gerade reingelaufen sind, ist halt ein wichtiger Widerstand. Und da wird sich jetzt zeigen, ob wir tatsächlich weiter in die Korrektur reinlaufen oder aber weiter nach unten gehen und dann die tieferen Level anlaufen. Chancen haben wir hier auf alle Fälle, weil das ist jetzt rein aus trendtechnischer Sicht ein sehr, sehr schöner Rücklauf. Und da müssen wir schauen, was kommt. Wie schon gesagt, entscheidendes Level jetzt hier. Die Marke um die 1,1755 im aktuell nach unten gerichteten Abwärtstrend. So, hätten wir mal das und müssen wir mal gucken. Was war es noch? Der Dow. Jawohl, Freunde. Und da kriegen wir sogar eine Frage. Und zwar, ist der Dow auch jetzt eine Trendumkehr? Das, Leute, machen wir. Lutz, danke für das Lob. Ich mache mir natürlich gerne Leute, das ist keine Arbeit und auch keine Mühe. Das macht mir Spaß. Das ist übrigens auch genau der Weg, wie ich meine Handelssignale finde, ne? Ich habe meine persönliche Short-Position hier oben im Bereich 1,1840 eröffnet. Einfach aus dieser Trendanalyse raus, was ich jeden Morgen hier mit euch mache. Deswegen gucken wir auch immer mit auf den DAX. Ja? Wer sich daran erinnert, bevor der DAX zu diesem starken Aufwärtsschub reingesetzt hat, den haben wir vorher analysiert. Und die Zielmarken haben wir auch gefunden. Der Markt hat das genau das Long-Szenario gespielt. Deswegen schauen wir hier morgens auch immer rein. Also das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, wenn das hier auch wirklich so, ja, so schön rankommt. Also, gucken wir jetzt noch auf den Dow. So, da ist der Dow. Und jetzt müssen wir mal schauen, das Thema Trendwechsel. Passt mal auf, wir müssen jetzt mal schauen auf das ganz, ganz große Bild. Also, was wir hier sehen im Dow, im großen, großen Bild, ist einfach die Tatsache hier, ich mache es mal ganz kurz ran, wir sind von unten vom Jahrestief hochgetrendet, ja? Das ist Fakt Nummer 1. Fakt Nummer 2. Wir sind weiterhin verortet in diesem großen übergeordneten Aufwärtstrend. Das brauchen wir nicht wegdiskutieren. Ja? Das große Bild ist da und es hat sich auch an der gesamten Situation, also Thema Wirtschaft, Thema Corona, Thema Hilfen der Notenbanken und der Staaten. Es hat sich jetzt nichts in der Art und Weise geändert, dass man sagt, die Wirtschaft wird jetzt fallen nach unten wie ein heißer Stein. Das wird ja bedeuten, dass die Wirtschaftsprogramme nicht wieder aufgenommen oder nicht erweitert werden, dass das alles fallen gelassen wird. Würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass es den Staaten völlig egal ist, dass die Arbeitslosigkeit durch die Decke geht. Ja? Ich glaube das nicht. Also an der Sache hat sich nichts verändert. Und wenn man mal gerade zum Beispiel jetzt auch in den USA schaut, wie versucht wird, ich glaube Pelosi und Mnuchin sitzen da auch wieder am Tisch und wollen vor der Wahl noch irgendwie ein gewisses Rettungspaket schnüren, ein kleines, ja, das richtig dicke, die Bazooka, die wird, glaube ich, erst nach der Wahl ausgepackt. Also zumindest ist das, was ich vermute. Wissen kann ich es natürlich nicht. Aber ich denke schon, aber man muss einfach schauen, was kommt. Wir haben jetzt beispielsweise auch die Probleme der Airlines in den USA. Und da gibt es jetzt auch Rettungspakete wieder dafür. Also da sieht man schon, dass sich an dieser gesamten Grundeinschätzung oder Grund, Lage, wie wir sie momentan haben, aktuell nichts geändert hat. Das heißt, wir können zwar technisch natürlich unten drunter laufen, aber ich würde mal jetzt nicht drauf setzen, dass dieses ganz, ganz große Bild, was wir hier haben, diese schöne Aufwärtserholung, dass die von heute auf morgen zu Ende geht. Nichtsdestotrotz haben wir im Dow definitiv einen Abwärtstrend als aktueller Trend, ja. Und das, Leute, ist wirklich Trend in Trend. Wir haben jetzt innerhalb dieses, sag ich mal, großen Bildes, was wir beleuchtet haben, halt die Situation, wo setzen wir uns jetzt hin, ne? Langfrist-Trader sehen das anders als Kurzfrist-Trader. Und ich sage mal, Leute, wenn ihr kurzfristig traden wollt, dann schaut euch bitte die aktuellen Trends an. Und der ist hier momentan halt nach unten laufend auf der Tagesbasis. Und das gibt uns jetzt die Richtung vor. Und das gibt uns jetzt halt auch an dieser Stelle ganz klar den Abwärtstrend
Hier, ich zeichne ihn mal ein, also das im groben Bild hier runter und jetzt die Sache nach oben. Und dann haben wir auch hier in diesem Bereich jetzt natürlich die Umkehr. Hier oben, da war der Deckel drauf, das Top sozusagen. Und jetzt läuft der Markt runter und wir haben auch hier, genauso wie im S&P 500, natürlich die Tür offen für den Weg nach unten, erstmal Richtung dieser Tiefs hier, um die Marke von 26.650 Punkten. Die ist natürlich auch da und das ist jetzt im Kurzfristbild wirklich ein sehr, sehr wichtiger Marker. Aber wir sind halt auch hier oben reingedreht und wenn wir uns das ganze Bild nochmal anschauen wollen, bevor wir in die kleineren Zeiteinheiten geben, weil wir es heute halt schon hatten, den SMA 50 nochmal kurz reingelegt, da kämpft der Markt auch wirklich heftig damit und dieser Kampf ist jetzt halt erst einmal verloren gegangen, ne? Und das müssen wir sehen, da müssen wir drüber. Und die Chance haben wir tatsächlich. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir jetzt vor diesen Tiefs wieder nach oben kommen. Dann bildet sich nämlich auch auf Tagesbasis wieder ein Trend, der in Richtung der vorherigen großen Situation läuft. Und dann haben wir die Chance, nach oben zu laufen, ja? Und dann nächster Anlaufpunkt erstmal hier, 28.300 und knapp 70 Punkte. Das ist das, was wir später auf der Uhr haben. Auf Stundenbasis sehen wir momentan ganz klar hier, der Markt ist in einer Phase, wo es nicht so einfach hin und her und stark nach oben geht, sondern wir sind hier, schaut mal, nein, das ist falsch, Moment, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dieses Gezappel hier, ja, das ist Bewegungstrend nach unten, hier kleiner Trend nach oben, jetzt zack, nach unten so. Und was wir jetzt sehen, ist die laufende Korrektur dieses Trends, den ich auf der Stunde gesehen habe. Und dessen Anlaufpunkte sind auch ganz klar zu klassifizieren. Schaut hier, dieses Bruchlevel ist jetzt interessant. Gehen wir da drüber, also über die Marke von 27.350, haben wir gute Karten, in den nächsten Bereich reinzulaufen. Was ist der nächste Bereich? Auch das ist gut ersichtlich. Schaut's von hier. Da war der Bereich, als dieser Trend gebrochen wurde, dass das erste Anlauflevel 27.435 und dann wäre der Weg nach oben erstmal freigegeben. Das ist das, was wir hier sehen. Also Entscheidung haben wir da aktuell abwärts kurzfristig und das ist das, was wir hier sehen. Sollte sich allerdings, und das ist jetzt auch wichtig, deswegen muss man sich immer so ein bisschen anpassen an die Märkte, ja. Der Markt, der Stundentrend ist abwärts gerichtet, bis wir hier oben über die alten Hochs drüber gehen. Aber wenn wir hier plötzlich untergeordnet einen Aufwärtstrend in der Stunde bekommen, ja, haben wir Chancen, auch deutlich höher zu laufen. Das ist das, wo wir immer so ein bisschen aufpassen müssen, wie das Ganze sich gibt. Der Blick hier in den Dow Jones. So, damit hätten wir das. Die Fragen sind auch alle geklärt. Das heißt hier an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und bis morgen. Um 8.30 Uhr live bei Tickmill Deutsch, ganz exklusiv der Blick in die Märkte. Empfehlen Sie uns weiter, Freunden und Verwandten, die die Märkte auch interessiert, gerne reinschauen. Es lohnt sich wirklich, anmelden zum Zoom-Link. Diejenigen, die über Zoom zuschauen, wissen das Ganze ja. Die, die auf Facebook zuschauen, einfach Facebook, Tickmill Deutsch an die Freunde weiterempfehlen. Und dann können wir hier jeden Morgen schöne Sachen mit anschauen. Also danke fürs Zuschauen und bis morgen und natürlich immer erfolgreiche Tradings. Bye bye und tschüss, bis morgen. Ciao.